Korn drin sind winzige Körner, die in der protoplanetaren Scheibe entstanden, während kurzzeitiger Aufheiz- und dann wieder Abkühlereignisse. Dabei wurden die Korn dann geschmolzen und sind dann anschließend wieder kristallisiert. Hier ist mal so eine Kontre dargestellt, also der Umriss der Kontre wäre so ganz grob in etwa hier und die Minerale da drin. So porphyrische Minerale, Olivin, Pyroxen, aber auch sowas wie Opakphasen hier, Metall oder Sulfid. Dazwischen gibt es dann dieses ganze gräuliche Material, das ist Calcium-Aluminiumreich, kann Feldspat sein, Pyroxen, ist aber immer entweder feinkristallin oder sogar glasig. Das heißt, das zeigt an, dass die ganze Kontre hier sehr schnell abgekühlt sein muss. Kontren sind smarfische Systeme, sehr reich an Magnesium und Phosphorit und Pyroxen. Und wenn wir jetzt deren Kristallisation und Entstehung verstehen wollen, können wir Phasendiagramme verwenden. Und eins, sehr hilfreich ist hier das ternäre Phasendiagramm mit Diopsid, Anortit und Phosphorit. Daneben sind noch die binären Phasendiagramme gezeigt, welche die Kanten des ternären Phasendiagramms darstellen. Also beispielsweise das Diopsid Phosphorit hier ist die untere Kante hier im ternären Diagramm. Jetzt sind die Kontren sehr phosphoritreich mafisch, das heißt, sie beginnen im Primärphasenfeld von Phosphorit, vielleicht irgendwo hier. Im binären Phasendiagramm würde es heißen, das Ganze startet vielleicht hier, kühlt dann ab, trifft auf den Liquidus, die Schmelze entwickelt sich in die Richtung, es entsteht immer mehr Phosphorit, bis zum Atektikum, dort kristallisiert dann Diopsid und Phosphorit aus. Im ternären, also hier vom Phosphoritpunkt weg, in Richtung hier zur kotektischen Linie. Und jetzt kommt an der Stelle zunächst der Anortit. Also es gibt dann hier die Paragenese Phosphorit plus Anortit. Da entwickelt sich das Ganze hier entlang der kotektischen Linie zum Atektikum und dann kommt noch Diopsid dazu. Das ist die Gleichgewichtskristallisation, aber daran ändert sich in der fraktionierten Kristallisation auch nichts, denn wenn das Ganze die Schmelze sich hier bis zu diesem Punkt runterentwickelt hat und dann nur noch das da ist, geht es auch zum Atektikum. Also hier ist kein Unterschied zwischen Gleichgewicht und fraktionierter Kristallisation. Es gibt jetzt aber hier eine andere Besonderheit und das ist dieses Spinellfeld hier. Also hier tritt plötzlich Spinell auf und das ist an sich nicht zu erwarten. Denn an den drei Ecken dieses Diagramms haben wir jeweils Silikate. Jetzt ist Spinell kein Silikat, sondern es ist ein Oxid. Und von daher sollte man es hier auch nicht erwarten. Das bedeutet auch, dass in dem Moment, wo Spinell kristallisiert, das ganze System hier siliziumreicher werden muss. Weil ja der Spinell kristallisiert, kein Silizium nimmt, das heißt, das Gesamtsystem muss siliziumreicher werden. Und deshalb ist dieses Spinellfeld hier gar nicht wirklich in diesem Diagramm direkt existent, sondern man muss sich dazu eigentlich ein quaternäres Diagramm angucken, also eine vierte Spitze dazu, auf der Quarz ist. Man kann aber versuchen, das über das binäre Phasendiagramm zu verstehen, und zwar über dieses binäre Phasendiagramm mit Anortit und Phosphorit. Und was wir jetzt machen wollen ist, wir schauen mal von dieser Seite hier auf dieses Phasendiagramm drauf, also auf die Temperaturachse von der Seite. Und wenn wir das machen, dann sehen wir hier mehrere Felder, hier oben ist alles Schmelze, dann kommt hier als nächstes Phosphorit plus Schmelze und dann kommt hier eben dieses Phosphorit plus Spinell plus Schmelze und hier unten dann Anortit plus Phosphorit. Jetzt zeichne ich das Ganze hier unten nochmal auf. Also wir gucken jetzt wirklich von der Seite drauf auf diese Temperaturachse und dann gibt es eben hier oben diese Schmelze, dann gibt es hier dieses Phosphorit plus Schmelze, dann kommt Phosphorit plus Spinell plus Schmelze und schließlich kommt Anortit plus Phosphorit. Ja, also hier oben nur Schmelze, dann Phosphorit plus Schmelze, Phosphorit, Spinell, Schmelze und Anortit, Phosphorit. Warum mache ich das jetzt Ganze? Wie gesagt, wenn Spinell entsteht, wird das Ganze siliziumreicher. Das heißt, wir könnten hier noch eine Achse auftragen und in die Richtung geht es Richtung Quarz, also Richtung SiO2. Und jetzt schauen wir, was passiert, wenn man abkühlt. Jetzt kühlt das ganze System ab. Ich nehme vielleicht mal eine andere Farbe dafür. Das Ganze geht hier runter. Zuerst kristallisiert an der Stelle dann hier Phosphorit. Also hier oben ist alles Schmelze, dann kommt hier Phosphorit. So, und jetzt an dieser Stelle passiert etwas. Was hier passiert ist, dass man hier ein Feld hat. Das könnte man, wenn man jetzt diese weitere Achse hier noch hat,
in etwa so einzeichnen. So sieht es auch in etwa aus. Und das ist das Spinell-Stabilitätsfeld. Und jetzt trifft die Schmelze hier drauf und dann entsteht hier Spinell. Und dann entwickelt sich die Gesamtschmelze in diese Richtung. Ja, also hier in diese Richtung, grob das überzeichnet, damit man es besser sieht, entwickelt sich jetzt die Gesamtschmelze. Bis zu diesem Punkt und dann, also bis zu diesem Punkt und dann auch wieder hier zurück, entwickelt sich also die Gesamtschmelze auch wieder hier zurück, bis zu diesem Punkt. Das heißt, an diesem Punkt hier entsteht Spinell. Das Ganze entwickelt sich, also wenn ich das hier ein bisschen größer zeichne, das ist das Ganze hier einmal größer, dann kommt das Ganze von hier oben runter. An der Stelle entsteht plötzlich Spinell. Die ganze Schmelze entwickelt sich in diese Richtung und dann auch wieder hier zurück, wobei in diese Richtung immer mehr Spinell entsteht. Und wenn es hier in diese Richtung zurückgeht, wird der Spinell wieder aufgebraucht, denn es entsteht wieder mehr, oder es wird einfach nur Spinell aufgebraucht und es entsteht weiter Forsterit bis an diese Stelle hier. An der Stelle ist dann alles Spinell aufgebraucht und die Abkühlung geht weiter in die Richtung, aber jetzt nur noch mit Forsterit plus Anortit ohne Spinell mehr. Und diese Richtung ist eben die Richtung zunehmendes SiO2 in der Schmelze. Da Spinell entzogen wird, wird die Schmelze SiO2 reicher. Und später wird es wieder SiO2 ärmer, wenn der Spinell auf diesem Rückweg wieder aufgebraucht wird. Und manchmal kann man deshalb auch lesen, dass das Spinellfeld liegt nicht in der Ebene dieses Fasendiagramms hier, sondern liegt eben außerhalb der Ebene und das ist genau das, was hier gemeint ist. Wir schauen ja in diesem Diagramm auf diese Ebene hier drauf von der Seite und dann liegt eben das Spinellfeld hier, also ich das nochmal mit einer anderen Farbe zeichne, auf diese Ebene drauf. Das ist das Spinellfeld, deshalb geht das Spinellfeld aus der Ebene dieses Fasendiagramms aus. Das wird manchmal gesagt. Also wenn wir das hier alles übertragen, gehen wir auf das ternäre Fasendiagramm mit, und es liegt jetzt eine Anfangszusammensetzung hier, dann entwickelt es sich eben zum Spinellfeld. Dann entsteht hier kurzzeitig Spinell, das Ganze entwickelt sich hier zu diesem D-Punkt. An diesem D-Punkt gibt es den Spinell nicht mehr, der wird dann wieder komplett aufgebraucht. Das Ganze entwickelt sich hier runter zum Eutektikum. Mehr oder weniger normal im Eutektikum gibt es dann Diopsid, Forsterit und Anortit. Interessant wird es dann eben bei fraktionierter Kristallisation, denn wenn dann zwischendurch Spinell entsteht, wird dieser Spinell bei weiterer Kristallisation eventuell nicht vollständig aufgebraucht. Was bedeutet, wir können noch Spinell übrig haben und man findet auch Spinell öfters mal in Chondren, aber natürlich auch zum Beispiel in terrestrischen Gestein. Und das ist, wie diese Spinellproduktion funktionieren kann, die dann eben, wie gesagt, reliktisch dann auch übrig bleiben kann. Und das ist dieses vier Fasendiagramm inklusive eben dieser Spinellproduktion.